hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Ich begrüße Sie herzlich zum Gottesdienst am Palmsonntag, dem 6. Sonntag der Passionszeit. Gottes Wort, wie es geschrieben steht, bei Johannes im 12. Kapitel. Am nächsten Tag verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, die Nachricht, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen die Menschen Palmenzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu, gepriesen sei Gott, gelobt sei, der da in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem Eselfohlen in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort, fürchte dich nicht, du Stadt auf dem Berg Zion, dein König kommt, er reitet auf einem Eselfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich an diesem Tag die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte.
Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder zum Leben erweckt hatte, hatten es weitererzählt. Deswegen liefen Jesus auch so viele Menschen entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der solche Wunder vollbrachte. Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor: Nun seht ihr, dass ihr so nichts erreicht. Alle Welt rennt ihm hinterher. Amen. Auch noch so etwas aus der Kindheit oder der Jugendzeit.
dass einem schnell mal gesagt wird, nimm dir doch ein Beispiel an diesem und jenem. Ja, als Eltern rutscht einem das schnell mal heraus. Da soll man sich also ein Beispiel nehmen an jemanden, der sich viel besser benimmt. Oder, was dann fast noch ein bisschen fieser ist, ein Beispiel an jemanden, der dauernd Einsen schreibt in der Schule. Also, ich gehörte nicht dazu. Insofern ist das eher so eine Sache, wo ich nur sagen konnte, das ist für mich unerreichbar. Wenn man Leute vorgehalten bekommt, die für einen unerreichbar sind, ja, dann wird das eher niederdrückend, gar nicht mutmachend. Na gut, man kann ja von einer anderen Seite mal gucken. Ich lese ganz gerne mal Autobiografien, wo also derjenige selber von seinem Leben berichtet. Ja gut, das sind meistens nicht Menschen wie du und ich, die das tun, sondern Menschen, die dann doch ein ordentliches Lebenswerk hingelegt haben und erwarten können, das interessiert auch andere. Und dann sind das auch wieder oft Menschen, die irgendwo unerreichbar sind. Trotzdem lese ich diese Lebensberichte gerne. Denn wenn so ein Lebensbericht ehrlich geschrieben ist, dann merkt man, auch da wird nur mit Wasser gekocht. Auch da gibt es Höhen und Tiefen im Leben. Und zumindest wenn es ein gläubiger Mensch ist, der seinen Lebensbericht geschrieben hat, dann merkt man auch der, gerade der, hat seinen Lebensweg nur mit Gottes Hilfe so leisten können, wie er es geleistet hat. Und dann kann so eine Autobiografie durchaus Hilfe und Mut geben. So ähnlich ist das auch mit diesen ganzen, man könnte sagen, Promis aus dem Alten Testament, die im Hebräerbrief, in diesem ganzen 11. Kapitel, wenn Sie wollen, lesen Sie sich gerne zu Hause einmal durch, die uns da vorgestellt werden. Das kann eigentlich so erstmal Mut machen. Es gibt so viele Zeugen, die wirklich seit alters her schon bezeugt haben, dass Gott wirklich da ist und dass er durchs Leben führt. Das kann doch wirklich Mut machen. Das sind bewundernswerte Menschen. Und das erste Ziel, was uns der Hebräerbrief jetzt so ans Herz legt, ist gar nicht, dass wir gesagt bekommen, genauso sollt ihr auch werden, sondern eigentlich sagt der Hebräerbrief erstmal, wenn es noch solche Zeugen gibt, so eine Wolke von Zeugen wird das genannt, also kann man sogar heute fast eher verstehen wie früher. Heute, wo es doch die Cloud gibt im Internet, wo man alles eben ablegen kann, was wichtig ist. Also eine Wolke von Zeugen. Ja, wenn das doch so ist, dann sagt der Hebräerbrief, dann könnt ihr doch eigentlich alles ablegen, was euch beschwert. Auch die Sünde könnt ihr ablegen. Also die Menschen, die für uns so unerreichbar sind, die sollen dazu führen, dass ein bisschen Druck aus unserem Leben genommen wird und auch Entmutigung raus aus dem Leben, Ermutigung rein ins Leben. Und wenn dann die Unerreichbarkeit dieser Menschen gar nicht mehr so eine Rolle spielt, ja, dann können wir auch tatsächlich den Weg zu Gott ergreifen. Denn dieser Weg zu Gott ist auch für diese Menschen aus dem Alten Testament aus eigener Kraft unerreichbar gewesen. Es konnte nur Gott selber schenken. Von Jesus konnten diese Menschen natürlich noch nichts wissen, aber von der Sünde, davon wussten die schon. Dass diese Sünde eben bedeutet, getrennt sein von Gott. Sünde kommt von absondern, also richtig abgesondert von Gott. Also, dass Gott natürlich unerreichbar ist, ja, das haben wir Menschen uns selbst zuzuschreiben, aber das ist ja gerade das, was schwierig ist, denn wir müssen ja zu Gott. Wir können ohne Gott tatsächlich unsere Lebenskämpfe nicht bestehen, aber mit Gott können wir das schon. Da können wir Lebenskämpfe bestehen, Glaubenskämpfe bestehen. Das ist auch für uns möglich, denn diese Wolke der Zeugen, die ist nicht etwa abgeschlossen. Das, was aufgelistet wird an Menschen dort im Hebräerbrief, das ist keine abgeschlossene Liste, wie etwa die 12 Apostel oder so, sondern es darf immer weiter fortgeschrieben werden. Heute, am Palmsonntag, wäre normalerweise, wenn kein Corona wäre, die goldene Konfirmation. Dann hätten wir hier vorne einige an Zeugen sitzen, sozusagen auch so eine Wolke von Zeugen, die vor 50 Jahren bei der Konfirmation gesagt haben, ich will mit Jesus durch mein Leben gehen. Ja, die haben auch schon alle lange nach dem Hebräerbrief gelebt und wir tun es auch. Wir dürfen zu dieser Wolke der Zeugen dazugehören. Aber einer, der dann so ganz zuletzt genannt wird, und das gehört dann auch schon wieder zu den Versen, die ich gelesen habe, ja, den kennen wir alle, das ist Jesus. Und Jesus ist für uns nicht nur ein Vorbild im Glauben, das auch, dass wir Jesus nacheifern und ihn uns zum Vorbild nehmen, ist richtig. Aber das alleine, das wäre noch zu wenig.
Denn Jesus ist nicht nur ein Zeuge, sondern um ihn geht es auch beim Glauben. Er ist Gottes Sohn und wir glauben an ihn. Er ist also viel mehr als ein Zeuge. Und die ganze Erwartung aus dem Alten Testament, die bekommt damit einen Namen. Also diese ganzen Menschen, eben Abel, Noah, Abraham, Mose und so weiter, die haben eine Erwartung gehabt, hätten aber nicht sagen können, dass es geht um Jesus. Die hätten noch nicht mal sagen können, es geht um Gottes Sohn. Die konnten nur wissen, Gott hat etwas vor. Wir wissen da viel mehr. Also diese Erwartung aus dem Alten Testament hat da wirklich einen Namen bekommen. Es ist Jesus selbst. Und was er für uns getan hat, ja, das ist für viele Menschen damals wie heute wirklich unglaublich. Wirklich auch in dem Sinne, dass Menschen es dann anzweifeln und sagen, das tut doch niemand. Dass man freiwillig für jemand anders ans Kreuz geht, freiwillig für die ganze Menschheit. Und das auch erst recht nicht, wenn man Gottes Sohn ist, wenn man das doch überhaupt nicht nötig hat. Ja, viele Menschen haben dann gesagt, dann ist Jesus anscheinend gescheitert mit dem, was er vorhat. Aber das genau ist nicht der Fall, sondern es ist einfach so, dass Jesus auf sein Recht verzichtet hat. Sein Recht wäre natürlich gewesen, dass er als Gottes Sohn, er als einziger Mensch, der überhaupt ohne Sünde ist, dass er es wirklich, wer weiß wie gut hat, er hätte es gar nicht nötig gehabt, zu uns Menschen auf die Erde zu kommen. Aber auf dieses ganze Recht hat er verzichtet, hat ganz genau gewusst, was ihn auf der Erde erwartet. Das hat er aber durchgestanden, weil er genau wusste, auf die Art und Weise habe ich die Möglichkeit, den Menschen alle Hindernisse auf dem Weg zu Gott aus dem Weg zu räumen. Unsere Hindernisse zu Gott sind ausgeräumt. Wir können zu Gott kommen. Wir können alles ablegen, was uns daran hindern würde, auch unsere Sünde, die muss kein Stolperstein sein auf dem Weg zu Gott, sondern wir können zu Gott kommen, dürfen zu ihm Vater sagen und ihn auch wirklich als Vater anrufen. Ja, das, was Jesus erduldet hat, dieser ganze Widerspruch, diese ganze Qual, die macht ihn dadurch immer noch menschlicher. Das heißt, da wissen wir ganz genau, er kann uns verstehen. Da, gerade wo wir uns vielleicht auch mit manchem rumquälen, was noch viel weniger ist als das, was Jesus erleiden musste. Da, wo wir auch Widersprüche erleiden müssen. Da wissen wir ganz genau, Jesus kann uns verstehen, er kennt das. Da können wir wirklich aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Können wir manches vielleicht auch besser ertragen. Und können auch ertragen, dass Jesus von seinem Lebenswerk für uns natürlich unerreichbar ist. Das, was wir nicht können, das hat Jesus für uns getan, den Weg zum Vater freiräumen. Und so ist vieles, was sonst für uns unmöglich wäre, ist für uns möglich. Einfach deswegen, weil wir einen Vater im Himmel haben, zu dem wir sofort dürfen, jederzeit, den wir Vater nennen dürfen und der auch wirklich nicht nur Jesu Vater, sondern auch unser Vater ist. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns miteinander das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
lieber Vater im Himmel, jetzt in dieser Passionszeit, da sind wir sehr intensiv in den Gedanken über das Leiden und Sterben deines Sohnes drin. Und oft geht es auch mir so, dass wir denken, kann das wirklich sein, dass jemand das für uns erleidet? Wir bitten dich umso mehr darum, dass du uns hilfst, dein Leiden und Sterben zu verstehen. Wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, dass wir nicht zweifeln und uns nicht vor Augen führen, was wir sehen können und was nicht, das nicht zum Maßstab setzen, sondern dass wir vertrauen, dass wir nicht zweifeln an dem, was du für uns getan hast. Wir bitten dich darum, dass du auch bei anderen Menschen bist, die zweifeln, durch Enttäuschungen etwa oder durch Schicksalsschläge. Wir bitten dich darum, dass du auch ihnen hilfst, dir nahe zu kommen, vielleicht gerade durch die Situation, in der sie stehen. Wir bitten dich für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden. Du siehst, dass die Konfirmation bevorsteht. Wir bitten dich darum, dass sie auch stattfinden kann, dass da nicht noch irgendeine Überraschung kommt. Wir bitten dich aber darum, dass du vor allem den Plan hast, dass wir da auch getrost sein können und auch den Zeitplan aus deiner Hand nehmen können. Wir bitten dich darum, dass du bei allen bist, die auch vielleicht heute Dienst zu tun haben, Dienst, um sich um Corona-Kranke zu kümmern oder vor Corona-Krankheiten zu schützen. Menschen, die vielleicht auch in anderen Hilfsdiensten Dienst tun und Einsätze zu fahren haben. Wir bitten dich darum, dass du bei ihnen bist und dass du sie segnest. Wir bitten dich darum, dass du uns in diese Karwoche begleitest und dass du auch in dieser Zeit uns zeigst, was dein Sohn für uns getan hat, dass wir es begreifen können und dass wir vor allem begreifen können, dass es für uns geschehen ist. Geh du mit uns in diese neue Woche, dass wir immer wissen dürfen, du bist unser Vater, wir sind nie alleine. Und gemeinsam beten wir zu dir mit den Worten deines Sohnes Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir laden ein zu den nächsten Gottesdiensten am Gründonnerstag, dem 1. April um 19 Uhr hier in der Kirche in Oberhonnefeld. Und an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag findet jeweils um 10 Uhr auch hier in der Kirche der Gottesdienst statt. Die Kollekte des Klingelbeutels ist in diesem Gottesdienst für das diakonische Werk in unserem Kirchenkreis bestimmt. Und die Ausgangskollekte für die diakonische Jugendhilfe. Unter anderem sollen mit dieser Kollekte Fachkräfte in Erziehungshilfeeinrichtungen unserer Rheinischen Landeskirche mitfinanziert werden. Wir danken herzlich für die Kollekte im letzten Gottesdienst. Im Klingelbeutel wurden 44,50 Euro und bei der Ausgangskollekte 69,80 Euro gesammelt. Gott segne Geber und Gaben. Wir gehen in die neue Woche mit dem Wochenspruch aus dem Johannesevangelium im 3. Kapitel. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und nun geht in die neue Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.